Das Gesicht ist doch ziemlich unterschiedlich. Die sind schon am Daten, ne? Obwohl. Aber guck mal, die beiden haben auch diesen Muskel hier. Ich glaube, das ist ein Muskel, oder? Dann würde ich sagen Geschwister. Ich glaube, wäre schon ziemlich, ziemlich random, wenn beide sich daten und das hier haben. Ach, Digga. Yo, YouTube, was geht? Willkommen zum neuen Video. Lang ist es her. Heute wieder mit den PogChamp Twitch Content am Start. Wir nehmen gerade was im Stream auf, deswegen, wenn ihr mal Bock habt, kommt gerne vorbei, twitch.tv/Pen. Heute nehmen wir mal was ganz Neues auf, was ganz Innovatives. Nämlich gibt es tatsächlich eine Seite auf Instagram, die folgenden Namen trägt: Siblings or Dating. Heißt, auf dieser Webseite gibt es Millionen von Beiträgen oder hunderte von Beiträgen, wo Pärchen oder Geschwister ein Bild gepostet haben und wir können zusammen erraten mit dem Twitch-Chat, ob die entweder zusammen sind oder halt, ob die Geschwister sind. Deswegen, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, kommt auf Twitch vorbei und abonniert den Kanal. Yo. Deswegen, lasst reingehen, lasst den ersten angucken. Wir haben hier die beiden. Ja. Gucken wir mal was wir denken. Ihr könnt gleich in den Chat reinschreiben, was ihr denkt. Wir haben hier schon mal zwei verschiedene wir haben hier schon mal zwei verschiedene Haarfarben. Was nicht vieles bedeutet, weil ich glaube, sie hat es gefärbt. Actually. Wir gucken mal das nächste Bild. Ah. Ach so, funktioniert das. Ja, klar, ich wollte Siblings eingeben. Okay. Fangen wir jetzt mit dem richtigen ersten Kandidaten an. Ja, sind die jetzt Geschwister oder sind die zusammen? Real Talk, die haben die actually die gleichen Augen. So gewölbte Augen. Wisst ihr, was ich meine? Haarfarbe ist auch relativ gleich. Die sind sich aber schon ziemlich nah an dem Pool. Muss man schon... Also, die sind, glaube ich, Geschwister. Real Talk. Das könnten fucking Zwillinge sein oder so. By the way, Boys, wenn ihr 100 Likes auf dieses Video knackt, dann machen wir einen zweiten Teil von diesem wunderschönen Format hier auf YouTube. Dating oder Siblings, 100 Likes und kommt ein zweiter Part. Okay, komm, die nächsten. Oh, okay. Okay, das ist schwer, I guess. Also entweder könnten das Geschwister sein, entweder die haben das aus modischen Gründen gemacht, also ihre Haare abrasiert, oder sie haben halt irgendwie, I don't know, irgendeine Krankheit, Krebs oder sowas. Aber ich glaube, das sind das sind Geschwister. Ich glaube, das ist so ein Solidaritätsmove. Ja, besser ist, Digga. Okay, was haben wir hier? In einem Wald spazieren. Ich glaube, die daten. Die haben zwar ein ziemlich ähnliches Smile, also die lächeln ziemlich ähnlich, aber ich glaube, die daten. Ich glaube, die machen so einen entspannten Ausflug in den Wald. Wisst ihr, was ich meine? Ah, viele sagen aber auch Geschwister, ne? Kacke, Digga. Hä? Selbe Nase? Ja, aber er hat schon eine größere... Hä? Okay, scuffed. Scuffed. Okay, wer sind die beiden hier? Okay, die daten. Ich glaube, die haben ein relativ verschiedenes Gesicht. Wisst ihr, was ich meine? Guck mal, ich glaube, obwohl... Aber sie sitzt auf dem Schoß von ihm, ne? Okay, hier ist Happy Birthday. Okay, irgendeine Geburtstagsfeier. Geburtstagsfeier in einem Restaurant. Machen das Geschwister? Ich glaube eher nicht, weil die sind sich auch... Also, wisst ihr, was ich meine? Wir müssen auch diesen Gedanken haben, die sitzt auf dem Schoß. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich glaube schon, dass sie da daten würden. Wo hat er seine Hand? Seine Hand geht weiter unten, ne? Ja, ich glaube, die daten. Einfach auch selbe Nase. Ja, komm, easy. So ein Ding nämlich. Der Profi. Der Profi. Okay, wer sind die beiden hier? Okay, die sind sweet. So ein Red Carpet Outfit, man kennt's. Auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, daten. Die haben jetzt nicht so das übelst ähnliche Gesicht. Aber der andere Punkt ist... Er hat seine Hand relativ weit oben. Ich glaube, würden sie daten, würde er seine Hand definitiv weiter unten an der Hüfte platzieren. So sage ich jetzt mal einfach als Intuition. Deswegen würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass es Geschwister sind, weil er einfach seine Hand oben hat oder die sind ganz am Anfang von der Dating-Geschichte. Ich glaube, die sind Geschwister. Gut, machen wir mit den nächsten weiter. Okay, jetzt machen wir bei den Jungs, bei den Paar oder Geschwister weiter. Die haben auch ein relativ ähnliches Gesicht, ne? Guck mal hier. Irgendwie so der Mund ist schon ziemlich ähnlich, würde ich jetzt mal sagen. Beide tragen eine Brille. Beide haben die gleiche Haarfarbe, actually. Gucken wir mal auf die Position von den beiden an. Sie lehnt sich an. Heißt nicht viel. Als wenn ich jetzt an jemanden daten würde, würde ich jetzt meine Hand weg hier tun. Obwohl, er ist gerade sein Eis. Er kann es auch genießen. Auch selbe Nase. Ja, true. Guter Punkt. Ich glaube, das sind Geschwister. Weil würde ich daten, würde ich meine Hand da rum tun. Sie würde auch ihre Hand wahrscheinlich woanders hin tun. Und die schauen sich halt wirklich viel zu ähnlich. Ach, Digga. Es macht halt einfach keinen Sinn. Bro, die schauen sich... Bro, okay. Seien wir mal realistisch, gell? Wenn die jetzt Kinder bekommen... Bro, da kommen Twins... Also, da kommen... Also, nochmal Klone. Die können sich hin und her klonen. Scuffed. Okay, komm. Nächstes Bild. Oh, zwei Frauen jetzt. Okay, das ist jetzt spannend.
Okay, erster Blick würde ich sagen daten. Einfach aus dem Grund, weil die Hand hier ist. Die Hand ist schon ziemlich, I don't know, ob das Geschwister machen würden. Die könnten es machen, weil sie drunk sind, you know. Aber ich glaube schon, dass sie da daten würden. Zum anderen auch, ich sage mal, okay, Hautfarbe, technisch gesehen muss man ja auch drauf achten. Könnten das noch Geschwister sein, ganz objektiv behandelt. Aber sie hat schon echte Locken. Ich glaube nicht, dass du solche Locken dir machen lassen kannst. Also, würde mich wundern. Und sie hat halt straight das Haar. Die Augen sind jetzt nicht so gleich. Doch schwarze und sie hat, glaube ich, blaue Augen oder so braune. Aber ihr Mund ist schon ziemlich ähnlich. Die Nase ist aber auch nicht so ähnlich, ne? Würden wir schon Dating sagen, ne? Ach, Digga, nee. Bro, Real Talk, beim nächsten werde ich einfach das nehmen, was ich nicht denke. Wenn das nicht stimmt, dann bin ich verwirrt. Okay, das sind Siblings. Bro, die schauen identisch aus. Die hat einfach, eine von denen hat die Haare gefärbt. Und eine hat von denen Kontaktlinsen drin. Das ist gleich. Bro, die sind gleich. Aber weißt du was, ganz ehrlich? Das sind keine Siblings, die daten nämlich. Ja, Bro. Es macht keinen Sinn. Das ist Scuff, die Seite ist kaputt. Das macht keinen Sinn. Guck. Easy. Wisst ihr, was ich meine? System gedribbelt. Kurze Mindgames damit gemacht. Okay, das ist jetzt auf dem Kopf gedreht. Das wird ein bisschen schwieriger. Die daten. Bro, die sind sweet zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube nicht, dass sie... Ja, obwohl... Es ist halt Scuff, weil es umgedreht ist. Wisst ihr, was ich meine? Da kann man schwer sagen. Okay, gucken wir mal. Augenbrauen sind relativ gleich. Augenfarbe ist gleich. Augen könnten gleich sein. Ja, aber ich glaube, die daten... Die daten. Oh, noch ein Bild. Oh, okay, die daten. Also, versteht mich nicht falsch, aber wer geht mit seiner Schwester in den Club? Macht man das? Ich weiß es nicht. Würde man seine Hand hier platzieren? Ich weiß es nicht. Weil er tut sich schon so an sich ranziehen. Wisst ihr, was ich meine? Aber es könnte auch sweet sein. Es könnte auch gut gemeint sein. Okay, es kommt jetzt schon die Auflösung. Ach, Digga, ganz ehrlich, diese Seite ist fake. Das ist scuffed. Bro, das ist so scuffed, die Seite. Das ist so scuffed. Okay, kommen wir zu den nächsten zwei. Siblings or dating. Die schauen sich ähnlich, aber die daten. Ist eine Hand, obwohl, wo würde ich meine Hand tun, wenn ich eine Schwester habe? Ich weiß es nicht, ich habe keine Schwester. Aber ist es da nicht schon zu weit unten, obwohl es ist ihr Bauch? Könnte noch in Ordnung gehen, I guess. Aber die daten. Perfekt, Digga. Erstmal falsch geschrieben, chillig. Okay, die daten, easy. Das war ein easy Ding. Ja, Siblings-Chat. Nee. Ich habe das Game ein bisschen durchschaut. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin jetzt schon durch dem Ganzen durch. Okay, die beiden schauen sich auf den ersten Blick schon ein bisschen ähnlich. Wisst ihr, was ich meine? Die hat so ein bisschen leichteres... Die neigen beide auf irgendeine Seite vom Gesicht hier. Wisst ihr, was ich meine? I don't know, wie ich das sagen soll. Gleiche Haarfarbe. Wie die da sitzen. Als würden die daten, würde man viel mehr Körperkontakt haben. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Obwohl, so also jetzt da als Junge... Okay, als nur ein bisschen normale Position. Ich glaube, als Mädchen würdest du anders da sitzen. Als wenn du sie daten würdest. Also ihn daten würdest. Wisst ihr, was ich meine? Aber weil dieses Game kaputt ist, sage ich einfach, dass sie Siblings sind. Einfach aus Prinzip. Okay, lass mal irgendwas rausholen, was so richtig ins Auge sticht. Okay, guck mal hier, die beiden. Was ist hier? Siblings or dating? Ja, das ist jetzt actually eine sehr berechtigte Frage. Die haben aber auch ein sehr ähnliches Gesicht. Sehr so nach, sehr klein, aber halt so nach vorne rund. Wisst ihr, was ich meine? Die Pose, ich weiß nicht, haben die viele Körperkontakte? Würde ich jetzt vielleicht nicht schätzen. Ich glaube, die würde sich dann nur oben anlehnen. Ich glaube, da ist nicht so viel Körperkontakt. Deswegen würde ich sagen, dass es Siblings sind. Easy. Game ist ab sofort durchschaut. Okay, gucken wir mal weiter. Vielleicht finden wir irgendwie so ein auffälliges Bild, wo man so sagen könnte, was ist mit den beiden? Oh. Naja, das ist ein Geschwister, das ist ein Easy Call. Das ist ein Geschwister. Einfach weil er seine Hand, weißt du, man kann seine Hand drauflegen und man kann seine Hand so gewölbt drauf lassen. So auf unschuldige Basis. Das ist ein Geschwister. Das ist ein Geschwister. Komm, easy. Game ist durchschaut. Die hat ihre Haare gefärbt. Obwohl, würde ich nicht sagen, dass die Haare gefärbt sind. Würde ich jetzt nicht sagen. Okay, das Gesicht ist doch ziemlich unterschiedlich. Was nehmen wir, Chat? Die sind schon am Daten, ne? Obwohl. Aber guck mal, die beiden haben auch diesen Muskel hier. Ich glaube, das ist ein Muskel, oder? Wenn du so einen Strich so nach unten hast in deinem Bauch. Das ist jetzt nämlich auch. Dann würde ich sagen, Geschwister. Ich glaube, wäre schon ziemlich, ziemlich random, wenn beide sich daten und das hier haben. Das sind Geschwister. Ja, guck. Bro, ich habe das Game durchspielt. Ich habe es gecheckt mittlerweile. Also YouTube, wenn euch das gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Liked und abonniert gerne das auf dem Video auf Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Kommt gerne vorbei auf twitch.tv/repent. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Küsschen.